Super. Los geht's. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Wenn ihr mich noch nicht kennt, ich heiße Mara und ich werde euch heute einen Überblick geben über das doTERRA-Business. Ich werde euch erzählen, was es damit auf sich hat, wie man anfängt, wenn es einen lockt, für wen. Ist gut ausgestattet. Ausreichend Verstauraum. Hintergrundgeräusche, schaut mal alle gerade in eure Leiste, ob die Mikros aus sind. Das wäre so, dass man gibt Rückkopplung. Genau, ihr könnt auch gerne Fragen stellen heute, falls euch was auf der Seele brennt. Dann könnt ihr es entweder in die Chatbox schreiben oder ihr könnt euch einfach auf laut stellen und einfach in den Raum reinfragen. Ich habe eine Präsentation für euch, dass ihr das Ganze auch visuell seht. Und ich freue mich total, weil es hört sich zwar super kitschig an, aber dieses Business hat mein Leben komplett verändert. Und ohne dieses Business würde ich gar nicht hier an meinem Schreibtisch im Allgäu sitzen. Ich wäre wahrscheinlich noch in Australien. Das wäre auch nicht verkehrt. Aber es ist schön, die Freiheit zu haben, da zu sein, wo man sein möchte. Und das hat mir doTERRA ermöglicht und noch vieles mehr. Ich erzähle euch ein bisschen, während ich hier durch die Präsentation gehe. Ich teste meinen Bildschirm mit euch. Klar, der Sporn schlafen. Es ist doch okay, wenn wir jetzt Platz haben, wenn der Papa nicht da ist. Also nochmal schauen, ob das Mikro auch lautlos gestellt ist. Ich höre Kinder im Hintergrund. Das war auch schön, aber ich höre meine Kinder auch den ganzen Tag. Ist auch mal schön, keine Kinder zu hören. So, hier sind wir. Liebe Grüße an alle Mamas, die jetzt wieder im Homeschooling stecken. Ganz tief durchatmen. Es ist nicht ohne. Ich habe eine Tochter, die ist in der ersten Klasse und die macht jetzt auch Videokonferenzen. So wie ich. Das ist ein bisschen komisch, finde ich. So, los geht's. Für alle, die mich nicht kennen, ihr seht hier mein Foto auf der linken Seite mit dem roten Hut. Wie ich gesagt habe, ich heiße Mara Williams. Ich habe einen Australier geheiratet, deshalb habe ich einen englischen Nachnamen. Und ich bin zweifache Mama. Ich habe einen 3-jährigen Sohn und eine fast 7 Jahre alte Tochter. Mein Weg in die Gesundheitsbranche begann vor 10 Jahren. Da habe ich mein Psychologiestudium beendet. Ich wusste schon, ich wollte was machen, wo ich Menschen helfen kann, wo ich Gesundheit und Wohlbefinden bringen kann. Ich wusste nur noch nicht genau, wie das aussieht. Also ich habe erstmal Psychologie studiert. Das hat mir aber nicht wirklich gelegen. Ich war ein bisschen enttäuscht vom Studium. Ich habe nicht genau das gefunden, was ich gesucht habe. Ich wollte was finden, was ein bisschen schneller und ein bisschen direkter ist. Ich bin ein relativ ungeduldiger Typ, Sternzeichen Schütze. Ich will immer alles schnell erreichen und dachte mir, boah, für alle möglichen Sachen so viel, so lang Therapie machen, das dauert mir zu lang. Und versteht mich nicht falsch, es gibt tolle Psychologen, das ist alles wunderbar und manchmal ist das ganz wichtig, aber für mich, ich wollte einen direkteren Weg finden. Und nachdem ich studiert habe ich mich entschlossen, selber erstmal Yoga-Lehrerin zu werden, weil mich Yoga so sehr unterstützt hat im Studium und das ein bisschen durchs Studium getragen hat. Schaut nochmal alle kurz, ob eure Mikros auf lautlos sind. Ich habe so ein bisschen Rauschen im Hintergrund. Und war dann erstmal 2 Jahre lang Yoga-Lehrerin, habe Vollzeit unterrichtet, 2 Studios geleitet in Australien und habe dann irgendwann meinen Mann kennengelernt, der ist ganzheitlicher Chiropraktiker und er hat mich in die Welt der Chiropraktik und der Naturheilkunde geführt, was sehr faszinierend war. Wir haben 8 Jahre lang zusammen ein Gesundheitszentrum zusammen geleitet und in der Zeit, also vor ungefähr 7 Jahren, habe ich dann auch doTERRA gefunden oder doTERRA hat mich gefunden, je nachdem, wie man es sieht. Und habe es erstmal so aus meinem eigenen Wunsch heraus in mein Leben geholt, dass ich mehr Werkzeuge haben wollte für meinen Alltag. Ich war schwanger zu dem Zeitpunkt. Ich wollte was für meinen Fokus haben, für meine Energielevels. Ich hatte die typischen Schwangerschaftsbeschwerden. Mir war oft schlecht und hatte das Gefühl, oh, ich brauche irgendwie mehr Tools, um durch meinen Alltag zu kommen. Und dann hat sich so peu à peu das Ganze entwickelt und 3 Jahre später, also vor ungefähr 4 Jahren, habe ich mich entschlossen, das auch als Business zu machen. Und bin jetzt auf einem Rang in doTERRA, der nennt sich Gold. Das bedeutet nicht viel für die von euch, die neu sind, aber vielleicht die alten Hasen, die wissen, was damit anzufangen. So ein bisschen zu meiner Person, dass ihr auch wisst, wer ich bin und wer hier euch heute was erzählt. Unser Programm heute Abend, wir sprechen darüber, warum überhaupt ein Netzwerk aufbauen, warum ist das eine vielleicht gute Idee für euch, warum gerade doTERRA, es gibt ja verschiedene Netzwerke,
Wie funktioniert das Ganze? Und vor allem, wichtige Frage, ist das ein Schneeballsystem? Die Frage bekomme ich oft gestellt. Die nächste Frage ist, ist das was für mich? Also würde das bei dir passen? Warum gerade jetzt? Wir stecken nämlich natürlich in einer sehr speziellen Situation. Und was sind die ersten Schritte? Und vor allem, wie läuft das in unserem Team? Falls du in ein anderes Team kommst, dann ist der Punkt für dich nicht interessant. Aber falls du zu uns kommst, dann ist es natürlich was, was du vielleicht wissen möchtest. Und ganz hier unten steht die einzige Voraussetzung. Und wenn das bei dir nicht gegeben ist, dann würde ich schon fast sagen, leg auf, genieß deinen Abend anderweitig, dass du eine Affinität zum Helfen hast, dass du gerne anderen Menschen etwas mitgibst, dass dir das liegt, dass dir das Freude bereitet und dass du natürliche Dinge magst. Ja, vielleicht magst du ja schon Bio oder Dinge, die wenig Chemikalien haben oder bist so ein bisschen im alternativen Bereich unterwegs oder vielleicht lockt es dich. Wenn die beiden Punkte nicht zutreffen, dann ist doTERRA wahrscheinlich eher nichts für dich. Der allererste Punkt ist eine Geschichte, die mich am Anfang total fasziniert hat. Und als ich das erste Mal gehört habe, vor ein paar Jahren, als ich mich das erste Mal mit meinen Finanzen wirklich intensiver beschäftigt habe, wie ich vorhin erzählt habe, mein Mann und ich, wir hatten eine Gesundheitsklinik jahrelang und jeder, der schon mal selbstständig war, der weiß, dass das, man sagt ja so schön, selbst und ständig. Ja, also ein Geschäft zu haben bedeutet nicht unbedingt mehr Freiheit zu haben, vor allem wenn es so das klassische Geschäftsmodell ist und gerade was wir jetzt momentan sehen durch die Corona-Krise, das kann natürlich auch ganz schnell sich verändern. Und als ich das erste Mal von einem Netzwerk gehört habe und was das bedeutet und warum das was Cooles ist, war ich fasziniert. Und diese Geschichte wurde mir erzählt von einer guten Freundin, die auch meine doTERRA-Upline ist. Und zwar ist das die Geschichte von einem Mann, der seinen Lebensunterhalt damit verdient, Wasser zu schleppen. Das heißt, er läuft immer von seinem Dorf zum Fluss, füllt einen Eimer mit Wasser und schleppt dann diesen Eimer wieder zurück zum Dorf, verkauft diesen einen Eimer Wasser, läuft zurück zum Fluss, macht das Ganze nochmal und macht das den ganzen Tag. Schleppt also Eimer. Und so verdient er sein Einkommen. Die meisten von uns verdienen so unser Geld. Ja, wir tauschen unsere Zeit gegen Geld. Und zwar meistens sehr berechenbar. Viele von euch werden oder vielleicht wurdet ihr mal mit einem Stundenlohn bezahlt. Das heißt, wenn ihr eine Stunde arbeitet, dann bekommt ihr diesen einen Eimer Geld. Und das heißt, das Ganze ist sehr limitiert. Man kann nur so und so viel arbeiten pro Tag, pro Woche, pro Monat, pro Jahr. Und es sei denn, man verändert das System, in dem man arbeitet, ist man sehr limitiert in dem, was man einnehmen kann. Und die Geschichte geht so weiter, dass der Mann eines Tages eine Idee hatte und sich gedacht hat, boah, dieses Eimerschleppen, das ist aber ganz schön anstrengend und irgendwie komme ich auch nicht vom Fleck. Was wäre denn, wenn ich mir eine Pipeline baue? Was wäre denn, wenn ich meine freie Zeit dazu nutze, diese Pipeline zu connecten zum Dorf und dass dann irgendwann, wenn das Wasser fließt, ich nicht mehr hin und her rennen muss und diese Pipeline immer weiter fließt, egal ob ich jetzt gerade Eimer schleppe oder nicht. Und was sehr Ähnliches haben wir hier als Möglichkeit mit einem Netzwerk, dass wir uns was aufbauen können, wo natürlich nach einer gewissen Zeit von Vorarbeit Einkommen fließt durch ein Team, wo wir nicht immer weiter Eimer schleppen müssen, sondern wo wir unser Einkommen wirklich exponentiell vergrößern können. Und ich finde, das ist eine sehr schöne Metapher, ein sehr schönes Bild. Und habe mich selber auch in diesem Eimerschleppen wiedergefunden und glücklicherweise mir jetzt eine Pipeline bauen können. Und das habe ich das erste Mal erlebt, als mein Sohn auf die Welt kam. Der ist jetzt, wie gesagt, gerade drei geworden. Und da habe ich mehrere Monate gar nicht gearbeitet in meinem Business und trotzdem kam noch das Einkommen. Natürlich weniger, als wenn ich Vollgas dabei bin, aber es lief immer noch weiter. Ist was sehr Schönes, was sehr Befreiendes. Die nächste Frage ist, warum doTERRA? Es gibt ja viele Netzwerke, es gibt mittlerweile sehr viele Produkte, die über Netzwerke vertrieben werden. Und wir schauen uns gleich auch noch genauer an, wie denn so ein Netzwerk überhaupt funktioniert. Aber wenn wir jetzt spezifisch uns fragen, warum ein doTERRA-Netzwerk? Alle, die schon Öle haben, ihr wisst, was die Öle
bei euch bewirken, wie schön sie den Alltag verbessern und erleichtern. Das heißt, der erste Punkt ist natürlich die Produkte von doTERRA. Es sind Produkte, die tatsächlich Leben verändern. Ich habe mittlerweile eine lange Liste von Erfahrungsberichten, die wirklich mir die Tränen in die Augen treiben von Menschen, die große und kleine Probleme lösen konnten durch doTERRAs Produkte. Und der nächste Punkt ist, nicht nur das Produkt ist genial, sondern auch der doTERRA-Vergütungsplan. Es gibt mehrere verschiedene Vergütungspläne im Netzwerk und doTERRA hat mit den großen Listen gewirkt. Ich habe mal kannst du dich auf Sprache schalten, bitte? Und das ist natürlich wichtig, dass wenn man sich ein Netzwerk aufbauen möchte, möchte man natürlich großzügig vergütet werden und das Gefühl haben, es kommt auch was dabei rum. Der nächste Punkt ist, dass es eine ethische Firma ist mit einem riesen Herzschlag. Alle, die das noch nicht kennen, ihr könnt gerne einfach mal googeln, doTERRA Co-Impact Sourcing, oder ihr geht auf YouTube und gebt ein Co-Impact Sourcing. Das zusammen mit einem anderen Zweig, der Healing Hands Foundation heißt, das ist der Kern von doTERRA. Und ich werde jetzt gar nicht im Detail darauf eingehen. Alle, die interessiert sind, ihr könnt euch selber auf die Suche begeben nach dieser Info. Aber im Endeffekt geht es darum, dass doTERRA sich zur Aufgabe gemacht hat, dass diese Öle, diese Produkte auf beiden Seiten der Produktions-, also auf beiden Seiten der Flasche, so nennen sie es, zu Guten führen sollen. Also sowohl für die Menschen wie uns, die Endverbraucher, die privilegierten Westler, die sich das leisten können, als auch für die Leute auf der anderen Seite der Flasche, die oftmals gar nicht so privilegiert sind, die diese Öle anbauen, also die Pflanzen anbauen und dann ernten und destillieren und an uns eigentlich weitergeben. Und doTERRA hat da ein geniales Modell in die Welt gerufen, was ja sehr viel Gutes bringt. Und ich weiß, dass viele, die auch so in meinem Team sind und die ich heute auch hier am Call sehe, ihr seid Herzensmenschen und es ist euch ganz wichtig, dass ihr was tut, was Gutes bewirkt, wo es nicht nur ums Geld geht. Der nächste Punkt ist, doTERRA ist eine schuldenfreie Firma. Ich habe heute im Radio eine sehr traurige Zahl gehört, und zwar, dass es momentan in Deutschland 4000 sogenannte Zombie-Unternehmen gibt. Das heißt, das sind Unternehmen, die stehen zwar noch, die sind aber eigentlich insolvent und werden in den nächsten paar Wochen und Monaten umfallen. 4000! Und vieles hat damit zu tun, dass viele Firmen auf Schuldenbergen aufbauen. Ja, dass sie gar nicht andauernd schwarze Zahlen schreiben, sondern ganz viele rote Zahlen und halt irgendwie noch weiter gestützt werden. Und doTERRA ist eine komplett schuldenfreie Firma. Das heißt, sie sind sehr solide, sehr beständig. Und die sind nicht an der Börse. Auch das ist wichtig, weil das bedeutet, dass sie 100% die Kontrolle haben über die Entscheidungen in der Firma, wie sie Dinge machen. Wenn eine Firma an der Börse ist, dann haben die Menschen, die die Aktien halten, vor allem wenn man 51% der Aktien hält, das kennt bestimmt die ein oder andere, dann haben diese Leute auch die Kontrolle und können mitentscheiden. Und doTERRA hat das nicht. Die sind komplett immer noch in der Hand der Gründer. Der nächste Punkt ist die doTERRA Community. Es gibt ein paar ganz tolle Leute in doTERRA und doTERRA zieht auch sehr spezielle Leute an. Und für viele von uns ist es wichtig, dass wir eine Arbeit machen, wo wir mit Gleichgesinnten arbeiten. Wo wir das Gefühl haben, wir können zum einen erstmal wir selber sein, werden nicht komisch angeguckt und zum anderen auch, ja, wir werden verstanden. Ja, da ist Resonanz da. Und das ist für mich zumindest der Fall in unserer doTERRA-Community. Und die zwei letzten Punkte, auch nicht unwichtig. Man sollte sich natürlich immer in Bereiche und Branchen begeben, die gerade wachsen und die Wellness-Branche boomt. Also alles, was mit Gesundheit und Wohlbefinden zu tun hat, ist seit einigen Jahren stark im Wachstum. Und doTERRA ist der Marktführer, wenn es um ätherische Öle geht. Und dann der allerletzte Punkt, da steht 65% versus 6-12%. Und das ist die sogenannte Retention. Also das bedeutet, wenn sich jemand anmeldet bei doTERRA und einmal Produkte kauft, 65% dieser Leute kaufen weiterhin,
weil die Produkte natürlich gut sind und funktionieren. Und auf der anderen Seite seht ihr so diese 6-12%, das ist der Durchschnitt in der Branche. Also der Durchschnitt bei anderen Netzwerken, was die Retention angeht, sind 6-12%. Das heißt, doTERRA bricht da echt Rekorde. Warum ist das wichtig? Weil, wenn du dir ein gutes, großes Team aufbaust, ein gutes Bäumchen, wie wir das nennen, aufbaust, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass 65% davon weiterhin in deinem Team aktiv bleiben. Es gibt viele Produkte, das sind so One-Hit-Wonders, da kauft man einmal und nie wieder. Und das ist natürlich kein beständiges Business. So. Die nächste Frage ist das was für mich? Passt das zu mir? Vielleicht seid ihr euch da schon drüber im Klaren, vielleicht wisst ihr schon ganz genau, ja, das ist was ich machen möchte, aber vielleicht seid ihr auch einfach nur neugierig und denkt euch, ich schau mal. Hier sind ein paar Punkte und die Frage, möchtest du davon mehr? Und der erste Punkt ist Gesundheit. Wenn man natürlich Gesundheitsprodukte vertreibt, dann ist das was man sich noch mehr ins Leben holt. Man verbringt viel Zeit mit Gesundheit, man redet über Gesundheit, man vertieft sich in verschiedene Gesundheitsthemen. Das ist Teil der Arbeit bei doTERRA. Man berät natürlich auch andere Menschen mit ihren Gesundheitsthemen. Der Punkt Zeit ist vielleicht auch nicht unwichtig, wie du deine Zeit gestaltest, ob du überhaupt selber auswählen kannst, wann du arbeitest und wie viel du arbeitest und mit wem du arbeitest und wie du arbeitest. Das war für mich ein ganz großer Faktor, als ich angefangen habe. Ich habe angefangen, da war meine Tochter noch ganz, ganz klein und mein Sohn war noch gar nicht auf der Welt. Das heißt, den Großteil meines doTERRA-Business war ich entweder ganz junge Mama oder schwanger oder habe gestillt. Ich brauchte Flexibilität. Das war für mich ganz zentral, dass ich mir aussuchen konnte, wann arbeite ich. Sinn ist auch ein wichtiger, oder? Dass wir den Sinn sehen in dem, was wir tun. Ich kann mich erinnern, früher irgendwelche Jobs zu haben, wo ich mir dachte, was für ein Schwachsinn, was für eine Zeitverschwendung, was mache ich hier überhaupt? Die meisten von uns wollen etwas tun, wo wir das Gefühl haben, das ist was Gutes. Man steuert etwas bei. Geld, auch nicht ganz unwichtig. Wir alle brauchen Geld zum Leben. Geld ist das Mittel, mit dem wir uns durchs Leben bewegen und hat natürlich auch viel damit zu tun, wie unser Lebensstandard aussieht. Also wenn du das Gefühl hast, du brauchst mehr Geld oder vielleicht hat sich deine Arbeitssituation gerade verändert, dann ist das eine gute Möglichkeit, dazu zu verdienen oder komplett umzusteigen, was dein Einkommen angeht. Community habe ich vorhin schon erwähnt, die Menschen, die bei doTERRA sind, wir nennen das auch die doTERRA Difference, also der doTERRA Unterschied. Das ist ein bestimmter Schlag von Menschen meist. Einen Beitrag leisten, das ist so ähnlich wie Sinn. Freiheit haben, frei zu wählen. Ja, sowohl wie man seine Zeit einteilt, als auch von wo man arbeitet. Das doTERRA Business ist zum größten Teil online, das heißt, du bist frei, was deine Location angeht. Momentan ist zwar nicht wirklich viel mit Reisen, aber dennoch, irgendwann wird sowas ja wieder möglich sein, dass wir uns aussuchen können, wo wollen wir sein, wo in der Welt, ohne dass wir direkt unser komplettes Business aufgeben müssen. Genau, und das ist auch dieser letzte Punkt, online arbeiten zu können, Geld verdienen zu können, vom Telefon aus, vom Computer aus. Und ganz unten steht, ideal, wenn du schon etwas machst, das Menschen hilft. Also wenn du vielleicht eh schon in einer Branche bist, wo das dazu gehört. Viele Menschen kommen zu doTERRA eben über Yoga oder Kinesiologie oder Menschen, die in der alternativen Gesundheitsbranche arbeiten oder Menschen, die Lehrer sind, Menschen, die Coach sind. Ja, wenn wir eh schon in diesem kommunizierenden Bereich sind, wo wir viel Kontakt mit anderen Menschen haben, dann ist das ideal. Oder wenn das etwas ist, was du dir aufbauen möchtest. Ja? Im Endeffekt kann sich jeder ein doTERRA-Business aufbauen. Klar geht das schneller und ist effektiver, wenn du schon im Kontakt mit vielen Menschen bist, wenn du schon ein Netzwerk hast, aus dem du schöpfen kannst. Das heißt aber nicht, dass man sich das nicht von null aufbauen kann. Geht alles. Dauert natürlich ein bisschen länger. Die nächste Frage ist, wie funktioniert denn überhaupt ein Netzwerk? Mich würde es interessieren, ob ihr vielleicht schon eigene Erfahrungen habt mit Netzwerken. Vielleicht wart ihr schon mal in einem
oder ihr kennt jemanden, der schon mal in einem war, wenn ihr euch mitteilen wollt, dann gerne in der Chatbox. Und auch nicht unwichtig, warum wird denn doTERRA überhaupt im Netzwerk vertrieben? Als ich angefangen habe, ich hatte sehr großes Glück, weil eine gute, gute Freundin von mir meine Upline ist, also mich eingeschrieben hat und sie damals auf dem Weg zu Diamond war. Das ist einer der höheren Ränge in doTERRA. Und ich sie natürlich von der Seite aus beobachtet habe und ihr immer Fragen gestellt habe. Und sie mir auch viel einfach so erzählt hat. Und irgendwann habe ich sie gefragt, ja, warum hat doTERRA denn überhaupt diesen Weg gewählt, im Netzwerk vertrieben zu werden? Die hätten ja auch sagen können, wir stellen unsere Produkte ins Geschäft. Und dann hat sie mir erklärt, dass manche Produkte ganz viel Unterstützung und Anleitung brauchen und andere Produkte eher nicht. Gutes Beispiel ist, ihr könnt morgen in den Laden laufen, wenn er offen wäre, und euch einen Staubsauger kaufen. Und ihr braucht nicht besonders viel Anleitung für diesen Staubsauger. Ihr wisst, den schaltet man ein, den steckt man in die Steckdose und dann geht's los. Dann gibt es vielleicht 2, 3 verschiedene Settings, aber das war's auch. Es ist ein Staubsauger. Es ist ganz klar, was das Ding kann und wie es funktioniert. Bei ätherischen Ölen ist es ein bisschen anders. Und die von euch, die schon angefangen haben mit den Ölen oder sich gerade reinarbeiten, ihr merkt das. Es gibt viel zu lernen. Man braucht relativ viel Anleitung, man braucht relativ viel Unterstützung. Das heißt, am besten hat man einen Ansprechpartner, der einem diesen Lernweg erleichtert. Deshalb ist dieses Netzwerksystem ideal für ein Produkt wie doTERRA, wo viel Erklärungsbedarf ist, wo man viel Unterstützung braucht. Deshalb hat doTERRA das ganz spezifisch gewählt und nicht gesagt, wir stellen unsere Produkte einfach ins Regal. Dazu auch noch, was jetzt diesen Punkt angeht, wie funktioniert ein Netzwerk, wie verdient man im Netzwerk, wie baut man sich sowas auf? Die von euch, die ein bisschen Erfahrung haben im Marketingbereich, ihr wisst, dass Marketingkosten oft sehr hoch sind und dass bei größeren Firmen oftmals das Marketingbudget um die 50% der Gewinne ist. Das heißt, wenn eine Firma, sagen wir mal, 1 Million an Gewinn macht, das ist ja anders als Umsatz, aber sagen wir mal 1 Million Gewinn, dann werden oft bis zu 500.000 Euro wieder ins Marketing gesteckt für die nächste Runde oder fürs nächste Jahr. Und das geht dann natürlich an, sagen wir mal, große Billboards, irgendwelche Plakate oder Werbung in Zeitschriften oder Werbung im Fernsehen oder irgendwelche Spitzensportler sponsern, die es dann auf dem Trikot haben oder die Produkte nutzen und trinken, was weiß ich. Das ist alles unglaublich teuer. In Netzwerkfirmen ist es so, deshalb nennt es sich Network Marketing. Ja? Wir als Wellnessbotschafter, wir als Berater sind die Menschen, die das Marketing machen. Das heißt, dieser Teil des Gewinns geht an uns. doTERRA macht kaum Marketing. Die stellen natürlich Materialien zur Verfügung, die haben ein paar Videos und Broschüren und sowas. Aber anders als das gibt es kein Marketing. Es gibt es nirgendwo in Zeitschriften oder auf irgendwelchen Sportevents. Werdet ihr nie sehen. Deshalb kennen es viele Leute auch noch nicht, weil es eben über Wellnessbotschafter läuft. Und je nachdem, wie gut wir als Einzelpersonen dieses Marketing machen, wie effektiv wir das machen, wie nachhaltig wir das machen, desto besser und desto größer wächst unser Team. Und im Endeffekt kann man in einem Netzwerk nur aufsteigen auf den nächsten Rang, wenn man seinem Team dabei hilft, auch auf die nächsten Ränge zu kommen. Das heißt, im Endeffekt ist es eine Win-Win-Situation, wo du nur profitierst, wenn du dein Team tatsächlich unterstützt. Ich gucke mal ganz kurz in die Chatbox. Da habe ich gerade was gesehen. Hat gesagt, ich war 10 Jahre bei Jafra oder Jafra Cosmetics und bin jetzt seit 8 Jahren bei ProWin. Für mich ist Network Marketing das Beste, was es gibt, kann Menschen helfen und mir aussuchen, wann und mit wem ich arbeite. Habe allerdings noch keine Mitarbeiter, mache es nur für mich. Cool. Ja, für mich auch. Für mich auch das beste System. Aber es gibt viele Vorurteile und darauf möchte ich gleich eingehen, weil das ganz wichtig ist, dass wir die ansprechen, dass die vielleicht diese Fragen, die im Hinterkopf sind, dass die beantwortet werden, weil die meisten von uns ja Vorurteile irgendwann antreffen. Ich habe ein bisschen Hintergrundgeräusch, guckt nochmal kurz auf eure Mikros bitte. Vielen Dank. Ihr seht hier so eine Netzwerkstruktur. Stellt euch vor, ihr seid ganz oben, die Person.
Und unter euch sind vier verschiedene Leute. Ihr seht diese vier verschiedenen Kreise. Stellt euch vor, eine Person ist vielleicht jemand, den ihr von der Arbeit kennt, die nächste Person, mit der wart ihr in der Schule, dritte Person ist eine Freundin und vierte Person ist vielleicht euer Onkel oder so. Vier Menschen, die ihr kennt, vier Menschen, die ihr zu doTERRA gebracht habt, die ihr persönlich eingeschrieben habt, denen ihr geholfen habt anzufangen, die ihr unterstützt habt und vielleicht auch gecoacht habt. Und die gesagt haben, ja, cool, ich will das mit dir machen. Die habt ihr eingeschrieben, die landen dann direkt in deiner ersten Linie, in deiner Frontline. Ich werde jetzt nicht auf den Vergütungsplan eingehen, weil das würde voll den Rahmen sprengen. Dazu habe ich ein gutes Video. Das könnt ihr euch anschauen, wenn ihr möchtet. Es geht nochmal komplett in die Einzelheiten, wie der Vergütungsplan funktioniert. Aber es ist so, dass wir bei doTERRA immer was verdienen, wenn wir jemanden einschreiben. Wir kriegen eine Provision dafür. Und da gibt es vier verschiedene Provisionsströme, die wir kriegen. Und das kommt ein bisschen darauf an, wo die Person positioniert ist. Aber stellt euch vor, ihr habt diese vier Personen eingeschrieben und dann diese vier Personen teilen auch die Produkte. Müssen sie nicht, aber wenn sie quasi das Business machen, dann teilen sie die auch. Das heißt, da kommen dann Leute in euer Team, die Personen darunter teilen die Produkte. Ihr teilt es weiter, könnt Leute in diese Beinchen platzieren und so wächst euer Netzwerk, so wächst euer Baum. Und wir wollen immer sowohl Kunden als auch Vertriebspartner haben im Team. Natürlich, je mehr Vertriebspartner man hat, desto schneller und desto explosiver wächst dieser Baum. Es gibt aber keinerlei Zeitvorgabe. Also jede Person kann sich selber aussuchen, wie schnell oder wie langsam sie sich ein doTERRA-Business aufbaut. Kommt natürlich komplett drauf an, was ist deine Vorgeschichte, wie ist die Größe deines Netzwerks, wie viel Zeit hast du zur Verfügung, das überhaupt aufzubauen. Und dann kommt es drauf an, bestimmtes Volumen in bestimmte Beinchen zu stecken, um auf doTERRA-Ränge zu kommen. Das ist dann so ein bisschen wie ein Schachspiel, Monopoly. Aber all das wird erklärt. Also wenn ihr interessiert seid, das zu tun, dann haben wir alles an Material, das du brauchst, um loszulegen. Aber so verdient man im Netzwerk. Das Geld, was normalerweise ins Marketing gehen würde, geht an die Leute, die das Marketing machen, uns als Wellness-Botschafter. Und je besser wir das tun, desto mehr wächst dieses Bäumchen. Falls ihr Fragen habt, meldet euch einfach. Ne? Könnt euch gerne auf laut schalten oder in die Chatbox tippen. Das ist eine Übersicht über die durchschnittlichen jährlichen Verdienste in doTERRA. Und es geht nach Rang. Ihr seht, da steht Elite, Silver, Gold, Platinum, Diamond, Blue Diamond und Presidential Diamond. Das heißt, das sind die Beträge im Durchschnitt, die Menschen auf diesen Stufen pro Jahr verdienen. Und das ist relativ zutreffend aus meiner Erfahrung. Es gibt aber natürlich Menschen auf diesen Stufen, die mehr verdienen und Menschen, die weniger verdienen. Ich kann mich erinnern, als ich das erste Mal diese Übersicht gesehen habe, war ich konnte es gar nicht glauben. Ich war ein bisschen baff, als ich so vor allem die Ränge über Platin gesehen habe und gedacht habe, was? So viel Geld verdienen Menschen mit ätherischen Ölen? Ich kenne aber tatsächlich Leute auf jedem dieser verschiedenen Ränge und es ist sehr zutreffend und das ist tatsächlich das, was die verdienen. Logischerweise, sich ein Team aufzubauen, was auf Platin, Diamond, Blue Diamond, Presidential Diamond kommt, das dauert. Das passiert nicht aus dem Ärmel geschüttelt, das passiert nicht im Nebenverdienst, da muss man sich schon komplett fokussieren. Allerdings kann man doch mit doTERRA recht schnell gut verdienen. Das war meine Erfahrung. Nächste Frage ist, ist das ein Schneeballsystem? Die Frage kommt ganz oft und viele Menschen haben Berührungsängste damit, was ich auch gut verstehen kann. Viele Menschen haben schlechte Erfahrungen entweder selber gemacht oder kennen andere Leute, die schlechte Erfahrungen gemacht haben. Deshalb hier mal ein oberflächlicher Vergleich, um das ein bisschen zu verdeutlichen. Ein Schneeballsystem ist erstens illegal. Es darf gar keine Schneeballsysteme geben. Meistens gibt es im Schneeballsystem kein richtiges Produkt und es ist ein bisschen wie ein Kettenbrief. Also wenn ich jetzt
in ein Schneeballsystem gehe und ich muss dann 10 Leute anwerben und die müssen auch alle jeweils, sagen wir mal, 1000 Euro in dieses System stecken und nur so habe ich was davon. Das heißt, alle Leute, die reinkommen, die müssen dann auch genau das Gleiche machen, die müssen alle andere Leute werben, die wieder Geld reinstecken und sonst fällt das Ding direkt um. Das ist ein Schneeballsystem. Und davon gab es recht viel in den 70er, 80er Jahren, auch hier in Deutschland, sehr viel. Und viele Menschen haben davon immer noch so ein bisschen Narbengewebe übrig, weil natürlich viele Leute ihr Geld verloren haben. Weil irgendwann ist dieses System gesättigt und es kommt an diesen Punkt, wo es nicht mehr weiter wachsen kann und es fällt um. Und alle Leute, die dann quasi gerade erst reingekommen sind, verlieren ihr Geld. Deshalb hat das so ein Stigma und deshalb hat es so einen schlechten Ruf. Ein Netzwerk, hier steht Netzwerk, stellt euch das Z vor, ein Netzwerk ist was komplett anderes, hat aber von der Art und Weise, wie man sich es aufbaut, was ähnliches und deshalb wird es oft verwechselt. Ein Netzwerk, habe ich ja eben erklärt, baut sich so auf, dass du ein Team hast und du Leute wirbst, sowohl Kunden als auch Berater. Netzwerk wird auch oft als Direktvertrieb bezeichnet. Ja, also dass man quasi diesen Mittelmann-Geschäft rausnimmt und direkt über die Person vertreibt. Und das ist komplett legal und gibt es schon seit über 100 Jahren. Und es gibt natürlich bei doTERRA ein richtiges Produkt. Und auch wenn du jetzt zu doTERRA kommst und nicht eine gewisse Anzahl von Leuten wirbst, kannst du ganz normal Teil von doTERRA sein und doTERRA wird nicht umfallen und implodieren, nur weil du keine Leute wirbst. Also ganz wichtig, das zu unterscheiden. Es ist kein Schneeballsystem, es ist ein Netzwerk. Das nennt sich auch Multi-Level-Marketing, weil wir uns diese Bäumchen bauen, die dann verschiedene Levels haben und wir nach bestimmten Levels bezahlt werden. Ich hoffe, das verdeutlicht das. Und falls ihr da eine Frage hattet, dann entweder ist sie schon beantwortet oder ihr stellt sie auch gerne. Warum gerade jetzt? Krise, Corona, total viel Verunsicherung. Viele Leute ziehen sich eher zurück in diesen Zeiten und sagen, oh Gott, jetzt erstmal abwarten und nichts Neues anfangen. Aber jede Krise hat immer auch eine Chance. So unangenehm das ist, so stressig das ist, so unschön und traurig das auch ist, es gibt immer eine Chance. Und immer wenn etwas zerstört wird, wächst ja auch etwas Neues. Gesetz der Natur. Und wir haben geschichtlich gesehen, dass die Wellnessbranchen in Krisen meistens anfangen zu boomen, weil die Menschen sagen, hey, ich brauche irgendwas, was mir hilft, diesen Alltag zu meistern, was mir hilft, meine Emotionen und meinen Geist, meinen mentalen Zustand irgendwie aufzubessern. Ich meine, die ganzen Statistiken zur mentalen Gesundheit sind gruselig momentan. Da ist das sehr benötigt. Und das nennt sich unter anderem Lipstick-Effekt. Das kommt aus der großen Depression aus den 20er Jahren. Da hatte Chanel das erste Mal ihren roten Lipstick auf den Markt gebracht. Ihr kennt den bestimmt noch, diesen Chanel-Lipstick, diesen knallroten Lippenstift. Und der war das meistverkaufte Produkt in dieser Krise, in dieser großen Depression. Und der Grund dafür ist, dass die Frauen was brauchten, was ihnen geholfen hat, was sie emotional gestärkt hat und was ihnen geholfen hat, sich gut zu fühlen, sich schön zu fühlen, um eben durch diese Krise zu kommen. Und das Gleiche gilt auch für andere Produkte, also jetzt nicht nur für Lippenstifte und Schönheitsprodukte, sondern eben auch für Wellnessprodukte. Das heißt, das ist natürlich ein Pluspunkt der Krise. Mein Geschäft, muss ich ganz ehrlich sagen, hat sich dieses Jahr verdreifacht, obwohl wir in der Corona-Krise sind. Dafür bin ich sehr, sehr, sehr dankbar. Nächster Punkt ist, der deutsche Markt ist neu. Das heißt, die Öle gibt es hier noch nicht so lang. Ich glaube, seit 5 Jahren ungefähr, 4, 5 Jahren. Aber er ist nicht zu neu. Und was meine ich mit zu neu? Es ist nicht so neu, dass es noch gar keine Materialien gibt in Deutsch. Jasmin ist hier heute auf dem Call, die ist schon länger dabei, die kennt das. Das ist nämlich am Anfang total schwierig.
wenn es das Produkt schon gibt, aber es gibt keine Materialien, es gibt noch nicht so einen guten Support, es gibt noch nicht einen Kundendienst, der zum Beispiel Deutsch spricht oder sowas, da muss man voll Pioniersarbeit leisten und das ist unglaublich anstrengend und langwierig. Mittlerweile ist es aber so, dass das alles existiert. Das heißt, es ist ein neuer Markt mit viel Potenzial, wo nur 0,9% der Deutschen einen Account haben momentan. Das ist nix. Und es hat aber die ganzen Unterstützungsmechanismen schon. Es gibt nur ein Pärchen in Deutschland, Sabine und Matthias heißen die, die Presidential Diamond sind, also dieser höchste Rang in doTERRA. Nur ein Pärchen. Im Vergleich, in Australien gab es zu dem Zeitpunkt letzten Jahres, als ich weggezogen bin, gab es über 15. Australien hat ungefähr 22 Millionen Einwohner und es gibt über 15 Presidential Diamonds. Deutschland hat weit über 80 Millionen Einwohner und es gibt nur einen Presidential Diamond. Ja, also ihr seht das Potenzial. Und ganz unten steht, Krise nutzen, um dich neu zu orientieren. Vielleicht ist gerade jetzt eine gute Zeit, woanders hinzuschauen. Vielleicht hast du eh deinen Job verloren oder bist in Kurzarbeit oder weißt du, das wird bald passieren. Vielleicht ist genau das der richtige Zeitpunkt, etwas zu tun, was du sonst vielleicht nicht getan hättest. Es gibt mehrere Leute in meinem Team, die jetzt wirklich in der Krise richtig angefangen haben, weil sie gesagt haben, ja, endlich habe ich ein bisschen mehr Zeit. Es ist zwar nicht schön, dass ich mehr Zeit habe, weil es auch bedeutet, dass mein Job oder mein Geschäft nicht läuft, nicht gut läuft, aber manchmal pusht einen das Leben ja in so Situationen, dass wir uns ein bisschen verändern. Vielleicht ist das... Darf ich was dazu fragen? Na klar. Also ich habe ja jetzt auch die Öle, aber ich finde es ein bisschen schwer, wenn ich jetzt sagen würde, ich steige auch bei doTERRA ein, das den Leuten übers Internet, über diese Kamera klar zu machen, weil die müssen ja wirklich diesen Schritt gehen, davon was kaufen, sei es so ein Paket oder vielleicht erstmal nur eine 5-Milliliter-Dosis, aber das sind ja gut 10 Euro oder je nachdem, was man sich aussucht, mehr. Das müssen sie ja investieren, aber wie schafft man das? Die Leute können ja bei sonst sitzt man ja in einem Raum und macht so eine Party. Ja, wir haben auch ein Network hier zu Hause und das klappt halt auch nicht. Und da frage ich mich halt, wie sagt man das den Leuten? Wie bringt man das bei? Man kann jetzt nicht sagen, hier, riech mal an meinen Lemongrass und dir geht's gut oder so, ne? Weißt du, was ich meine? Absolut, ja. Ja, und das ist natürlich die Herausforderung der momentanen Zeiten. Es gibt einen riesen Vorteil, was online angeht, und einen riesen Nachteil. Den riesen Nachteil, den hast du gerade beschrieben, dass man natürlich nicht face-to-face ist, dass man die Öle nicht ausprobieren kann, dass das Gegenüber das nicht erleben kann, weil oftmals muss man gar nicht viel erzählen. Wenn jemand Pfefferminz sich auf einen schmerzenden Kopf tut, dann weiß der innerhalb von 30 Sekunden, wie die Wirkung ist. Der große Nachteil ist aber natürlich, dass du, wenn du alles face-to-face machst, hast du nur einen relativ kleinen Radius, in dem du arbeiten kannst. Und wenn du es online machst, steht dir das ganze Land, wenn nicht sogar die ganze Welt offen. Was du gerade beschrieben hast, ist aber ein total zentraler Punkt und das geht natürlich an den Punkt, wie überzeugend bringt man was rüber. Ja. Und ja, das ist irgendwie schwierig, ne? Ja, und das an sich ist eine Reise. Das ist eine Reise und deshalb, also auch im Marketing, egal für welches Produkt, geht es immer darum, wie kommuniziere ich den Wert eines Produktes zur Außenwelt, an den Kunden. Und vieles davon würdest du bei uns im Team lernen. Also wie man das macht, hat ganz viel mit Kommunikation zu tun, hat auch ganz viel mit dem Glauben an uns selber zu tun. Je mehr Erfahrungen wir mit den Ölen sammeln, je mehr Geschichten wir entweder selber erlebt haben oder gehört haben durch Menschen in unserem Umfeld, desto mehr zementiert sich dieser Glaube ins Produkt und dann ist man natürlich viel überzeugender. Ja, also ich kann ja jetzt nur von dem reden, was wir schon haben. Da finde ich es einfach schwierig, dass man immer auf taube Ohren von den Leuten stößt, so wie du das ja auch selbst, man will den Leuten was Gutes, wenn... will ja denen weiterhelfen und halt auch ohne diese Schulmedizin, ohne irgendwelche schlechten Chemikalien und alles. Aber die sagen dann einfach so, nee, interessiert mich nicht, nee, habe ich keine Lust drauf. Und das ist irgendwie so schwierig und das ist einfach so ein großer Punkt, der mich einfach daran, also was heißt nicht zweifeln lässt, aber der mich wirklich zum
Denken bringt und mir echt Nächte betreibt, die ich nicht schlafen kann. So blöd das klingt, aber... Ja, also ich habe... viel hat auch mit unseren Glaubenssätzen zu tun. Ich habe einen Glaubenssatz, dass ich mir immer sage, die Menschen, die bereit sind, das sind die Menschen, die ich anziehe. Ja. Und oftmals zieht man auch gerade am Anfang, zieht man genau das an, was einen selber blockiert. Ja, also die ganzen Fragen und Zweifel, die wir in uns tragen, die werden dann perfekt durch die Außenwelt gespiegelt. Aber natürlich, alles, was noch einigermaßen neu ist und ätherische Öle sind, wenn man es mal auf die ganze Gesellschaft quasi umwälzt, noch sehr neu. Das ist noch was sehr Alternatives. Es ist immer Pioniersarbeit. Und es gibt immer Menschen, die noch nicht bereit sind oder nie bereit sind oder die noch dran zweifeln. Oftmals ist es so, dass die aber einfach nur mehr Zeit brauchen. Also bei mir haben sich schon viele Leute eingeschrieben, die ein Jahr davor gesagt haben, nee, ist nichts für mich. Also es ist in dem Sinne auch ein Spiel auf Zeit. Ja, das ist richtig. Also wir können uns auch nochmal persönlich unterhalten, wenn du magst, und ein bisschen mehr darüber sprechen. Ja, das wäre lieb. Komme ich drauf zurück. Gut. Und hier sind die ersten Schritte für euch. Also entweder, wenn ihr noch gar nicht eingeschrieben seid, dann wäre das natürlich der erste Schritt. Wenn ihr schon eingeschrieben seid, aber ihr seid noch Kunde, weil bei doTERRA kann man auch einfach nur Kunde sein, Vorteilskunde, dann wäre der erste Schritt, diesen Kundenaccount auf einen Wellness-Botschafter-Account abzugraden. Das geht ganz einfach durchs Backoffice, auf den Knopf drücken. Und dann der nächste Schritt wäre, mit deiner Upline zu sprechen, also die Person, die dich eingeschrieben hat, oder wenn die Person aus welchem Grund auch immer nicht zur Verfügung steht, dann geh das nächste Level hoch, deine Upline. Ja, wir arbeiten alle in einem Team zusammen und alle, die quasi über dir drüber sind, sind Teil deiner Ansprechpartner. Dann kannst du das Launch Camp machen. Das ist etwas, was ich im Frühling aufgenommen habe. Das sind 5 Videos, die dir wirklich Stück für Stück, Step by Step erklären, wie man sich ein doTERRA-Business aufbaut. Egal, wo du stehst, egal, ob du schon ein Netzwerk hast oder noch nicht. Und diese Schritte sind immer die gleichen. Ja? Egal, wer du bist, die Schritte wiederholen sich immer und immer und immer wieder. Und das ist bei uns im Team quasi Teil vom Package. Das ist kostenfrei, gibt es das dazu, dass du genau weißt, wie dein Launch geht. Dann würdest du deinen Launch planen und du würdest dir selber auch eine Strategie herausarbeiten, weil was ganz wichtig ist, ist, dass wir authentisch sind, dass wir nicht irgendwie das Gefühl haben, wir müssen uns einen bestimmten Hut aufziehen, um hier doTERRA zu machen. Nee, im Gegenteil, es geht wirklich darum, wir selber zu sein. Und je mehr wir das machen, je authentischer wir sind, desto mehr ziehen wir genau die Leute an, mit denen wir resonieren und die mit uns resonieren, und desto mehr Flow haben wir in unserem Business. Und dann, wenn das alles getan ist, dann geht's los. Wir haben jede Woche verschiedene Calls, die Teil sind von der Team-Unterstützungsstruktur. Am Mittwochabend ist immer unser Wellness-Webinar. Da geht es um verschiedene Themen und wie wir die Öle und Produkte da nutzen können. Das ist für alle. Am Donnerstagabend ist unser Team-Call. Da sprechen wir eher über unsere Strategie und was gerade in unserem Business passiert. Wir machen ganz viel persönliches Wachstum. Wenn persönliches Wachstum was ist, was du magst, dann wird dir doTERRA liegen. Wenn nicht, dann wahrscheinlich eher nicht. Und am Freitagabend haben wir immer eine Einführung, wo du auch Menschen zu einladen kannst. Das heißt, wir haben eine komplette Online-Class, wo wir erklären, was sind Öle, wie verwende ich die, was sind die beliebtesten Öle und wie fange ich an. Das heißt, du musst gar nicht alles selber machen. Du kannst am Anfang auch einfach nur Menschen einladen und in diesen Call bringen und wirst dann quasi so Stück für Stück rangeführt. Das war's dann auch, ihr Lieben. Ich schaue mal gerade in die Chatbox, ob es Fragen gibt. Heike hat noch gesagt, gerade jetzt hat man so tolle Chancen, per Zoom an Seminaren teilzunehmen. Deine Seminare finde ich so klasse und ich hätte normalerweise kaum eine Möglichkeit, von Stuttgart aus im Allgäu an Seminaren teilzunehmen. Yeah, das freut mich, Heike. Danke dir. Ja, es hat alles seine Vor- und Nachteile. Ich glaube, es wäre bescheuert zu sagen, dass die Corona-Zeit total super ist.
Aber es gibt auch Chancen. Habt ihr denn noch, genau, Stefanie sagt, Mara, wo finde ich das Launch Camp? In unserer Facebook-Gruppe. Ich kann dich gerne hinzufügen. Alle, die hinzugefügt werden möchten, schreibt mir. Wenn wir noch nicht auf Facebook verbunden sind, dann addet mich auf Facebook. Ihr findet mich unter Mara Williams. Ich schreibe mir das mal gerade auf, Stefanie, dass ich dich nachher noch hinzufüge. Da bist du schon drin, Stefanie. Okay, cool, super. Ja, dann markiere ich dich da einfach. Da gibt es 4 verschiedene Videos und dann das 5. Video ist der Vergütungsplan, wo du genau siehst, wie wir das Geld ziehen. Habt ihr noch Fragen, ihr Lieben? Michelle sagt, bedeutet das, wenn ich jetzt damit anfangen möchte, dann an denjenigen wenden, der mich eingeschrieben hat, oder? Genau. Genau, wende dich an die Person, die dich eingeschrieben hat, das ist deine Upline. Wenn die Person nicht zur Verfügung steht, dann gehst du quasi zur nächsten Person. Und Nawal, super, ja. Füge ich dich hinzu. Falls ihr noch Fragen habt, jetzt ist die letzte Chance. Ihr könnt euch gerne trauen. Und wenn nicht, dann danke ich euch, dass ihr da wart. Ich hoffe, es war interessant für euch. Ich hoffe, es hat die ein oder andere gekitzelt anzufangen. Und ja, falls ihr in meinem Team seid, dann freue ich mich darauf, euch zu unterstützen und euch so ein bisschen an die Hand zu nehmen. Michelle sagt, könntest du mich über Facebook hinzufügen? Sind wir schon Facebook-Freunde, Michelle? Weiß ich nicht. Genau. Du addest mich mal auf Facebook, dann kann ich dich gerne hinzufügen. Findest mich unter Mara Williams. Mir tut's leid, Mara, wollte ich nur kurz sagen, ist zu spät. Ich habe 8:30 im Kopf gehabt. Da habe ich schon fast alles verpasst. Aber Gott sei Dank kenne ich ja auch schon einiges aus den Fragen und von dir. Gott sei Dank. Aber tut mir leid, ja. Kein Problem, ich habe es aufgezeichnet. Also du kannst dir jetzt dann nochmal das Replay anschauen. Aber schön, dass du trotzdem da warst. Ja, ja, finde ich auch auf jeden Fall. Gut. Gerade Chatbox. Cool. Okay. Gut, ihr Lieben, dann wünsche ich euch einen schönen Abend. Schön, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Und bis bald. Am Mittwoch gibt es einen Call über die Schilddrüse. Alle, die ein Schilddrüsenthema haben, 20.30 Uhr diesmal, dann reden wir darüber. Macht's gut. Thanks. Tschüss.